Die große EWE-Arena ausverkauft. Rund 4000 Zuschauer kamen zum alljährlichen Hallenfußballturnier der öffentlichen Versicherung in Oldenburg, das bereits zum 11. Mal stattfand. Die Zuschauer hatten vor allem ein Ziel, die Ex-Spieler der Traditionsmannschaften Werder Bremen, Hamburger SV, Bayer Leverkusen, Galatasaray Istanbul sowie Borussia Mönchengladbach und natürlich den Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, den VfB Oldenburg, live zu erleben. Ich wollte mal die Oldies alle mal wiedersehen. Ich kenne die von früher alle noch her. Das Besondere ist, dass mal andere Mannschaften spielen, alte Fußballprofis hier sind und es macht einfach Spaß zu gucken. Weil ich eigentlich HSV siegen sehen will, aber das war wohl nix bis jetzt. Und aus Spaß, um die alten Stars wiederzusehen. Bereits zum dritten Mal mit dabei war der 40-jährige Ailton im Trikot seines Ex-Vereins Werder Bremen. Der Bundesliga-Torschütze machte sich am Donnerstag von Südamerika auf den Weg nach Deutschland, nur um bei diesem Cup dabei zu sein. Das große Turnier hier. Ich bin immer dabei und ich habe mit Modenski gesprochen, ich bin dabei. Ich habe gestern gekommen von Mexiko, ich habe noch Jetlag, aber ja, ich bin dabei und es ist geil, gute Atmosphäre und ich bin sehr zufrieden hier. Ein schnelles Spiel auf dem 40 x 20 Meter breitem Kunstrasen war garantiert. Und bei nur 5 Mann auf dem Feld gab es auch jede Menge Torchancen. Vor allem im spannenden Match Werder Bremen gegen den Lokalmatador VfB Oldenburg. Ja, klar, dass die anderen Mannschaften einfach immer in der Favoritenrolle sind. Wenn man sieht, wie das Turnier besetzt ist, kann man auch sehen, was für einen Stellenwert das bei den Fußballern genießt. Und ja, wir sind einfach froh, dabei zu sein, wollen natürlich auch hier gute Ergebnisse erzielen und uns hier gut so teuer wie möglich verkaufen. Und ja, es gilt als im nächsten Spiel eine Steigerung für uns alle. Ne? Auf den Zuschauerrängen wurden die Spieler von ihren Fans lauthals unterstützt. Ehemalige Profifußballspieler sieht man ja nicht alle Tage. Wir sind natürlich sehr gefragt in Deutschland in den Hallen und deswegen werden wir hier natürlich eingeladen. Wir haben immer eine ordentliche Truppe dabei und sind die letzten Jahre auch, glaube ich, haben wir das Turnier gewonnen und letztes Jahr im Finale verloren. Also deswegen sind wir, glaube ich, gern gesehener Gast. Verloren hat Borussia Mönchengladbach im vergangenen Jahr gegen den VfB Oldenburg. Der ist in diesem Jahr aber bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Für die meisten Fans stand der Gewinner jedoch schon vor Beginn des Turniers fest. Ich schätze, dass die Bremer gewinnen werden. Entscheidend war dann aber nicht der Sieg, sondern den Stars so nah wie möglich zu sein. So konnte sich manch ein Fan sogar noch das ein oder andere Autogramm seines Lieblingsvereins ergattern.